Tischtennishelden. Conquer the table. So, es geht weiter mit Übung Nummer 2. Kurzer Unterschnittaufschlag, bisschen was zur Theorie. Wenn wir uns vorstellen, dass das der Querschnitt eines Balles ist, dann ist es ganz wichtig, dass wir den Ball nicht mit einer vollen Fläche treffen, also dass wir den beim Aufschlag den Schläger schräg halten und den Ball eher wegdrücken, weil dann wird es oft langer Aufschlag ohne Rotation, sondern dass wir möglichst einen ganz, ganz dünnen Treffpunkt haben, im Idealfall hier unten. Das bedeutet ein tangentieller Treffpunkt, wo wir den Ball nur ganz minimal streifen mit dem Belag und so auch extrem daran beschleunigen können an diesem Ball, um möglichst viel Rotation zu schaffen. Denn nur wenn wir es schaffen, mit viel Tempo und einem dünnen Treffpunkt den Ball zu treffen, können wir gewährleisten, dass der auch kurz wird. Und es gibt da verschiedene Varianten. Man kann ganz senkrecht hier drunter gehen. Man kann leicht schräg reinkommen und den so ein bisschen umwickeln, den Schläger. Oder sogar am Ende auch ein bisschen hochgehen. Wichtig ist dabei immer nur, wie dünn wir den Ball treffen. Und das ist abhängig davon, was einem am besten liegt. Also es gibt viele, die machen den ganz gerade, manche kommen ein bisschen schräg rein, gehen nach unten. Hauptsache ist erstmal nur, dass wir den dünn treffen und dass wir ein gutes Gefühl dabei haben, für den Ball eine Rotation zu verleihen und den gleichzeitig kurz zu bekommen. Und das werde ich jetzt mal ausprobieren. Am Ende werde ich sogar wahrscheinlich einen ganz extremen Aufschlag machen, dass ich so von unten nach oben komme, also eher hier von der Trefferfläche her ankomme, um den extrem kurz zu halten und da noch ein bisschen mehr Unterschied reinzubekommen.
So, jetzt kommt Nummer 2, wo ich extrem von unten nach oben ziehe. Werde das auch von Anfang an sehr steil machen, um direkt mal auszuprobieren, was geht da im Maximalen. Und mal schauen, ob das auch kurz gelingt. Ja, auch hier wieder ein kleines Fazit. Ersten Bälle habe ich zu weit oben genommen, also zu früh. Das war der eine Fehler. Und der zweite Fehler war häufig, dass ich sehr dicht an meiner eigenen Tischhälfte den direkt aufspringen habe lassen. Und bei einem kurzen Ball ist es extrem wichtig, dass man versucht, den ersten Treffpunkt auf dem Tisch näher Richtung Netz zu machen. Weil es ist natürlich klar, umso weiter man die Abstände lässt, umso mehr Energie braucht der Ball auch und es ist dadurch schwerer, einen kurzen Ball hinzubekommen, als wenn ihr beide Treffpunkte auf der Tischhälfte sehr dicht am Netz verlagert. Und das ist bei diesem Aufschlag sehr wichtig, auch dass ich unten bleibe. Deswegen habe ich einmal eine Phase am Ende gehabt, wo ich quasi nur den Ball gegriffen habe und stehen geblieben bin, um mal das Feeling zu haben, auch nicht immer dieses Hochkippen und die Show darum zu machen. Und dann konnte man auch beobachten, dass ich direkt 3, 4 oder sogar 5 Bälle hintereinander geschafft habe. Das waren die 2 Erkenntnisse bei dem normalen Unterschnittball. Bei diesem abrupten Hochreißen jetzt bei der letzten Variante ist ein schon ein deutlich schwierigerer Aufschlag als der davor. Der braucht mehr Training. Es war jetzt vielleicht eine halbe Ballkiste, wenn es hochkommt. Wenn der natürlich kommt, ist da extrem Unterschnitt drin. Und er sieht sehr, sehr unscheinbar aus. Aber der ist sehr kurz und da ist unfassbar viel Rotation drin, wenn man es richtig schafft, da hochzureißen. Aber ihr habt natürlich gesehen, es sind sehr, sehr viele Fehler auch entstanden dadurch. Also es ist mit viel Risiko verbunden. Zumindest wenn man reinen Unterschnitt macht. Wenn man so ein bisschen abklappt und Seitunterschnitt macht, ist es deutlich einfacher. Da habe ich auch eine höhere Quote. Aber mit dem reinen Unterschnitt ist das schon ein schwieriger Aufschlag. Und vielleicht mache ich das bei der letzten Einheit dann nochmal vielleicht eine Übung lang. Das heißt eine ganze Ballkiste, um das nochmal zu festigen. Aber die beiden Erkenntnisse aus der ersten Übung waren mir eigentlich wichtig, das nochmal hervorzurufen. Ihr müsst wissen, ich mache sehr, sehr viel Training, gebe sehr, sehr viel Training, mache die Videos. Das heißt, theoretisch diese Tipps geben ist jede Woche bei mir, dass ich das mache. Aber dann selber das mal zu verinnerlichen und sich dann auch zu korrigieren selber, weil ich habe ja keinen, der jetzt neben mir steht und sagt, Janik, probier das mal mehr. Sondern das ist natürlich Übung, weil
Es müssen sich Automatismen entwickeln und klar, wenn man eine längere Pause hat, dann verliert man auch einige Automatismen wieder und dann muss man da wieder reinfinden. Deswegen, theoretisch ist alles nichts Neues, habe ich auch sicherlich schon öfters mal erzählt. Aber das selber zu erleben und dann die Erkenntnis zu haben, das ist nochmal was ganz anderes und das ist eigentlich auch das, warum ich trainiere.